Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder in der Schule? Aber ich meine, weil ich schon eins lang nicht mehr in der Schule war, schon lange fertig. Und zwar von meinem kleinen Bruder, ein paar Sachen erledigen, weil der hat Schmarrn gemacht. Und dann gehen wir über ein paar neue Updates, das rausgekommen. Wie gesagt, wir reden noch über ein Update, ein paar coole neue Sachen. Aber erstmal ein ernstes Gespräch. Okay, die Betreuerin ist nicht da. Ich wurde in einen anderen Raum verwiesen. Und ich glaube, der Kerl dachte, ich wäre ein Schüler. Schau mal. Okay, die Sache ist so ernst. Ich habe die Lehrer hier angesprochen. Die wollen sogar die Betreuerin aus dem Unterricht ziehen, nur damit sie mit mir reden können. Also, puh. So, das war's. Fertig mit den ernsten Gesprächen. Mein kleiner Bruder hat bis Mittwoch Zeit, 4 Prüfungen nachzuholen, Feststellungsprüfungen. Ansonsten muss er wiederholen. Und selbst wenn er die besteht, wäre wiederholen vielleicht nicht das Schlimmste, vielleicht sogar besser. Er hat irgendwie ein paar Atteste hergezaubert von den Tagen, wo er gefehlt hat, also keine Ahnung wie, aber er darf wenigstens mal versuchen, die 4 Prüfungen anzutreten und dann mal schauen. Auf jeden Fall eine Nachricht an euch alle, ihr jungen Schüler da draußen. Schwänzt nicht zu viel, ein bisschen hin und wieder ist ganz normal. Es darf halt nicht übertrieben werden und die wichtigen Sachen dürfen halt nicht geschwänzt werden. Aber sonst ist halt echt okay. Habe ich auch oft getan und auch so strategisch schwänzen, falls meine Ex oder so kommt, dass man an dem Tag dann nicht mehr mitschreiben kann oder und am nächsten dann auch nicht, weil man ja nie weiß, wann genau eine Ex ist. Aber zu wichtigen Prüfungen einfach nicht hingehen, das geht halt gar nicht. Das macht halt nur Sinn. Aber das war's erstmal. Mal schauen, wie sich das so entwickeln wird. Auf jeden Fall bleibt in der Schule, macht es nicht so wie Puki. Und dann haben wir noch, also hier haben wir gerade Naruto, aber das ist egal, Boruto. Dann haben wir noch ein Update. Neuer Ladebildschirm, blende ich euch hier ein, was natürlich cool ist. Und da sind die neuen Pokémon drauf. Das heißt, Welle, die neue Welle müsste demnächst kommen. So, dann gibt es noch ein paar Updates. Und zwar der Bug, dass man beim Verschicken dann wieder nach oben gelangt, ist wieder weg. Das heißt, Entwicklungssession am Samstag läuft. Keine Probleme. Dann was mit dem Pokédex, das blende ich hier auch nochmal ein. Der wird jetzt nach Regionen unterteilt. Und Regionen sind nicht die regionalen Pokémon, sondern Kanto, Johto und Höhenregion. Dann noch endlich was mit den Inkubatoren, das blende ich hier auch ein. Wird jetzt alles sauberer angezeigt, bisschen gründlicher, bisschen organisierter. Da sieht man noch die Anzahl und so und nicht mehr jeden einzeln, was sehr, sehr gut ist. Weil ich habe schon öfters auf den falschen geklickt, weil da einfach zu viele waren und es dann einfach hängen geblieben ist bei einem. Dann habe ich so die Superbrutmaschine und ein 2-Kilometer-Ei damit gebrütet. Richtig leid. Dann, das ist für die meisten wahrscheinlich sehr interessant, wurde der Kreis bei ein paar Pokémon angepasst. Ich habe jetzt von Despotar gehört und Kyogre. Der Kreis ist jetzt anders. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ich werde euch natürlich dazu Bericht erstatten. Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrungen jetzt mit dem Kreis bei Kyogre. Ist es jetzt leichter? Müsste eigentlich sein. Aber dadurch natürlich bestimmt wieder neue Bugs und so, wo ich gehört habe, zum Beispiel bei Despotar steht er jetzt so nah wie bei Ursaring. Also schauen wir mal. Meistens, wenn Niantic irgendwas fixt, tauchen neue Probleme auf. Das werden wir demnächst dann bestimmt wieder hören, dass dann bei anderen Pokémon das dann wieder zu schlecht geworden ist. Dafür, dass sie es dann bei denen hier gefixt haben. Und eine Kleinigkeit, die nicht erwähnt wurde, die ich gerade herausgefunden habe, die ich persönlich sehr interessant finde. Und zwar, die Pokébälle kommen ja immer automatisch. Aber jetzt bleibt es da, speichert es das, den Ball, den man als letztes geworfen hat. Das blende ich euch hier auch nochmal ein. Und zwar, wenn du als letztes zum Beispiel einen Superball verwendet hast und dann auf ein neues Pokémon anklickst, da kommt zuerst der Superball. Dann geht es sich wieder automatisch zurück zum Pokéball. Und dasselbe beim Hyperball dann. Hast du zuletzt einen Hyperball geschmissen und dann klickst du auf ein neues Pokémon, wird dir zuerst der Hyperball ausgesucht. Was ganz gut ist für die Go Plus Leute, jetzt kann man immer den Superball verwenden und mit dem Plus die Pokébälle verwenden. Also die meisten wollen ja immer ihre Pokébälle sparen. Das heißt, die schmeißen nur Superbälle. Das heißt, man muss erst rüber switchen. Und das müssen wir jetzt nicht mehr. Das sind so ein paar kleine Verbesserungen. Wie gesagt, wenn Niantic irgendwas verbessert, dann tauchen irgendwie doppelt so viele Probleme wieder auf. Aber jetzt erstmal Kyogre gefixt und Entwicklung gefixt. Gut für Samstag. Und den Rest schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, was da noch alles gefunden wird. Und neue Pokémon, höchstwahrscheinlich auf dem Weg, demnächst. Also das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab und bleibt in der Schule. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.